So, YouTube. Hallo, willkommen zu Captain of Industry, Folge 4 oder 5. Ich weiß es gar nicht mehr. Ihr seht, das Lager läuft endlich wieder. Wir schmelzen hier fleißig das erste Eisenerz zu Kohle. Es fließt wieder raus. Es wird hier reingegeben, gekippt in lustige Platten, die dann abkühlen und dann kriegen wir Eisenplatten. Und die werden entweder da gelagert oder direkt in die Fabriken gegeben, die jetzt Stückgut, mechanische Teile oder Konstruktionsteile herstellen. Wunderbar. Überschüssige Sachen wie Kohle können hier gelagert werden, Eisen später hier. Und ja, der Trick war, ich bin jetzt hier reingegangen in diese Seite, wo schon die Kohle ist, das Eisen ist, sodass ich nicht erst hier ranbauen muss noch weiter. Und dadurch kriegen wir jetzt regelmäßig Eisen rein. Und die gleiche Sache passiert hier hinten, nicht? Wir haben hier die Kohle angegraben und kriegen dadurch immer wieder ein bisschen Kohle. Ganz wunderbar. Was ich auch machen musste, ist die Verschüttung erhöhen. Ihr seht, die ist schon fast wieder voll. Die kippen hier echt ohne Ende rein. Das ist unglaublich. Ich weiß nicht, warum das so krass ist. Aber hier können wir nochmal erhöhen auf Level 2 vielleicht. Generell wäre hier vielleicht gar nicht schlecht, das auf Level 2 zu haben, oder? Ich will doch gerade... Warum geht der denn hier hoch? Er soll hier gar nicht hochgehen. Eigentlich will ich ja gerade ziehen. Dieses automatische... Ich habe den Modus gerade. Warum gehst du hoch? Sag mir das Spiel. Du bist doch flach. Jetzt bist du schräg. Aber warum bist du denn schräg überhaupt? Sollst du gar nicht sein. Ich würde nämlich gerne das hier vorne nämlich zuschippen. Noch mit. Bevor wir es nutzen, nicht wahr? Oh. Dann könnten wir nämlich das hier hinten machen. Okay. Nehmen wir das mal kurz weg. Damit sie erstmal das da aufschütten. Das wäre mir wichtiger. Kein Platz mehr, um Produkte zu verkippen. Ja, und was ist hiermit? Kannst du hier nicht verkippen? Warum nicht? Hier ist auch noch auf jeden Fall Platz zum Verkippen. Weil es nicht hochgeht? Denn hier hat das doch auch hinbekommen. Aber sie sind alle ausgegraut. Ich glaube, dann gehen sie nicht. Aber dann müsste ja das hier wenigstens reichen. Merkwürdig. Okay, dann machen wir halt wieder das Verkippen hier hin. Und wundern uns, warum sie nicht verkippen. So, dann haben sie auf jeden Fall genug Platz zum Verkippen, hoffe ich. Nachrichten können weg. Ihr habt jetzt keinen Bereich zum Verkippen. Warum nicht? Warum könntest du nicht mehr verkippen hier? Okay, stört sie das hier? Okay, manchmal ist das Spiel noch ein bisschen komisch. So, warum kannst du nicht mehr verkippen? Okay, aber wir holen erstmal ab. Wir haben hier Elektronik, Konstruktionsteile, Fahrzeugteile. Sehr wichtig. Diesel und Fahrzeugteile. Verarbeitung von Eisenerz. Haben wir auch geschafft. So, die... Achso, ich glaube, ich muss auf Play machen, nicht? Damit das sich wieder angleicht. Nö. Warum hast du keinen Bereich zum Verkippen?
Habe ich aus Versehen... Ich weiß, was ich gemacht habe. Ich habe aus Versehen Bergbau gewählt statt Verkippung. Mann! Ja, das ist bescheuert. Okay, dann können wir das hier doch machen. So. Dann geht das auch wieder los. Ah, diese beiden Tools. Die sehen sich halt so ähnlich. Aber klar, das eine ist gelb und das andere ist grün. Das passiert am Anfang, glaube ich, öfter, aber später irgendwann nicht mehr. Da sieht man es dann sofort. Kleine Details auf jeden Fall. So, dann kippen wir nämlich das hier zu. Und jetzt sollen wir nämlich eine Ölpumpe, eine einfach Distillerie, Abwasserrohr, Diesel und Abwasser herstellen. Und wir sollen das Leuchtfeuer pausieren. Das machen wir. Weil wir auch zu viel Einwohner haben. 210. Können wir nur lagern? 272 lagern. Das hört sich auch an. Das heißt, vielleicht bauen wir einfach mal für die Einwohner ein paar Unterkünfte nochmal. Ja, ich habe hier auch noch einen Wassertank jetzt, nicht? Da haben wir schon Wasser gelagert. Mit dem Wassersammler. Hier werden die Fahrzeuge hergestellt. Ein zweiter, der Holz fällen kann, damit wir mehr bauen können. Ey, die verkippen das echt schnell zu. Hier wird gebaut. Und dann kommt die erste schöne Containersiedlung dazu wieder. Wer würde nicht gerne in einer Containersiedlung wohnen? Guckt es euch an. Ist auch eine wunderhübsche Siedlung. Du brauchst Fahrzeuge, nicht? So, jetzt hätten wir keine Fahrzeuge mehr übrig, um Fahrzeuge zu bauen. Ich hoffe, der kann gebaut werden. Und warten auf Materiallieferung. Priorität 8 und dann kommt der nächste. Sehr gut. So, die können natürlich nichts lagern, weil dieses Lager da voll ist. Vielleicht bauen wir das Lager woanders hin. Weiß halt nicht, wo gut wäre. Vielleicht hier an dem Wald. Und dann 2. Weiß ja auch nicht, ob 2 gut wären. Ich werde das andere eigentlich abreißen. Oh. Genau, und dann muss es nämlich erst entlagert werden. Zack, und da soll nur rein Holz. So. Dann haben wir hier Holz. Eisen haben wir gelagert. Lagere Eisen in Stückgutlager. In Stückgutlager soll ich Eisen lagern? Warum denn nicht in einem Schüttgutlager? Bau das dahin? Ich weiß nicht warum. Dann könnte ich hier raus und da rein. Ach so, warte, das ist Eisenerz. Eisen soll ich lagern. Oh Mann, das ist noch... Uiuiui, manchmal nicht so klar. So, Eisen, 9. Ja, wir müssen Eisen herstellen. Okay. Weil wir es gleich wieder verbrauchen, dann pausiere ich die Sachen hier mal. Ich meine, an sich ist das eh voll. Geringe Lebensmittelversorgung. Ja, ein zweites Feld wäre, glaube ich, langsam auch nicht schlecht. Deswegen muss aber unbedingt da oben das Stückgutlager weg. Was war höher? Priorität 1? Ich glaube Priorität 1, nicht? Aber wo soll es jetzt noch hinlagern? Ich bräuchte größere Lager langsam. Shit.
Machen wir noch ein zweites Holzlager. Ja, Eisen ist jetzt voll, kann nicht mehr gelagert werden. Gut, weil wir auch gerade nichts herstellen, weil... Warum nicht? Was ist dein Problem? Du hast Eisen, du hast Kohle. Und ihr sollt das herstellen. Ich glaube, liegt einfach nur an den Lieferungen, nicht wahr? Wir sollen noch eine weitere Montage für Konstruktionsteile machen. Das können wir natürlich direkt überlegen. Wartet, so ist Eingang von Ressourcen. Oh, man sieht gar nicht... Nee, warte mal. Die sieht irgendwie anders aus. Hier ist die Montage. Oh Mann. So, jetzt wird das geschmolzen. Und die hier verkippen hoffentlich noch schön. Weil wenn das gerade ist, dann können wir uns ums Öl kümmern. Und wenn die Bäume hier endlich weg sind. Die sind gar nicht mehr markiert. Warte mal, was habe ich jetzt hier markiert? Ich weiß es nicht. Ich habe doch Bäume. Mein Gott. Die sind... Hä? Arr! Diese Symbole. Da sind Bäume. Okay, die sind doch markiert. Ich deselektiere mal die Bäume. Und du sollst noch Konstruktionsteile herstellen, nicht? Da machen wir aber auch Pause. So, damit haben wir das erledigt. Elektronik und Holz. Bis dann, Lightro. Schüttgut und Stückgut. So, haben wir alles. Und hier weisen wir das Holz zu. So, ich hoffe... Jetzt kommt hauptsächlich aus dem Lager das raus. Und das Ding müsste eigentlich auch noch weg. Aufgrund vom Wassermangel, aber wir haben doch hier ein Wasserding. Musst du angeschlossen sein ans Wassersystem? Nee, du hast nur Ausgänge. Du hast aber kein Eingang, nicht wahr? Das heißt, wenn ich jetzt hier bei... Rohrleitung. Das würde nicht gehen. Hier könnte ich halt ran. Das wäre ein Eingang, das wäre ein Ausgang. Da wäre ein Eingang. 46 Holz. Und schon voll. Shit. Bauen Sie eine Ziegelei. Und mit einem Regenwassersammler. Okay, das machen wir aber separat. Was braucht die Ziegelei noch? Kohle und Erde. Wait. Die brauchen Erde. Das heißt, wir brauchen Kohle und Erde. Dann würde ich doch sagen, starten wir auch hier auf der Seite. Wir brauchen Kohle. Kohle kommt von da später. Und wir bauen gleich zwei, oder? Das macht ja sonst keinen Sinn. Jetzt ist das Wasser natürlich auseinander. Aber dafür der Dampf zusammen. Ich hoffe, das passt. Okay, das passt natürlich nicht, weil das ungerade ist. Wo ist hier Copy? Da. Hä? Einstellung kopieren. Nee, hier. Kopieren. Das da ist kopieren. Egal, ich lasse es mal so. Rohrleitung ran
Rohrleitung ran. Sehr schön. Jetzt brauchen wir Wasser. Das heißt, hier irgendwo ein Wassersammler hin. Etwas ist im Weg, okay. Wassersammler. Dann brauchen wir da ein Wassertank. Wo verstecken die sich? Leucht, Kontroll, Handel. Farm. Diesel. Hä? Wo war denn Wasser? Wasseraufbereitung. Lebensmittelherstellung. Nein. Metallurgie. Nein. Diesel. Nein. Rööl. Nee. Abfall. Nein. Förderstrecken. Nein. Lager. Flüssigkeitsspeicher. So hieß das Ding. Boah. Okay. Den setzen wir hier mit hin. Und jetzt wird spannend. Jetzt müssen wir das erste Mal nämlich mit den Rohrleitungen... Oh, der ist falsch rum. Mit den Rohrleitungen hochgehen. Oh, jetzt suche ich ihn wieder. Speicher. Da. Da ist der Ausgang. Ah, ich dachte rot zu rot. Ah, ist nicht meins. So. Na. Hier können wir direkt ran. Das wäre nicht so dramatisch, glaube ich. Zack, ran. Und jetzt müssten wir hier mit hochgehen. Bis vielleicht hier. Nee. Bis da. Nee, ist sogar auch noch falsch. Bis da und dann daran. Okay, dann können wir da nämlich noch durchfahren, hoffe ich. Dann kriegen die schon mal Wasser. Die Kohle kommt später von da. Der Dampf geht dahin. Und die brauchen noch Erde. Das heißt, wir brauchen jetzt noch auf jeden Fall ein Schüttgutlager dafür. Und die kriegen später einen Eingang. Da brauchen wir auch noch eins. So. Ich lasse es mal so. Und dann sollen wir 8 Ziegel produzieren. Gleichzeitig sollen wir auch... Ah, die Bäume sind weg. Das ist sehr gut. Öl noch machen. Gab es eigentlich neue Sachen? Ja, den Planungsmodus, den hatten wir. Einigkeitswerkzeug. Einstellung kopieren. Welt erkunden. Rohre und Förderbänder hatten wir. Eigentlich alles okay. Dann würde ich sagen, gehen wir auf Rohöl und, ja, eine Pumpe. Ich weiß halt nicht, ob es sinnvoll ist, mehr als eine Pumpe auf einem Feld zu haben. Fördert Rohöl. Dann mag ich das von Work and Resources ein bisschen lieber, wo man dann sehen kann, wie viel man da rausholt und in welchem Umkreis, nicht? Solche Sachen wären irgendwie... für mich erschließender als so wie hier. Weil ich ja gar nicht abschätzen kann, gerade am Anfang, ohne es einmal gebaut zu haben, was das für eine Auswirkung dann am Ende hat. Ich baue eins hier hin. Und was sagt er, wie viele Ölpumpen? Bauen Sie 2 Ölpumpen. Okay. Und weil wir gierig sind, bauen wir 3 Ölpumpen. Und dann bauen wir einen
Wo ist er wieder versteckt? Im Flüssigkeitsspeicher. Okay, also du kannst da. Ach, das. Oh, ich habe das schon wieder falsch rumgesetzt. Boah, damit wäre ich irgendwie nicht warm. Weil er auch. Der startet auch so. Okay. Machen wir es so. Und die anderen. Was? Inkompatibler Anschluss? Okay. Keine Ahnung, was er da hatte. Jetzt brauchen wir eine Destillerie. Und die kriegt Rohöl, Kohle. Kriegt die? Oh. Und gibt denn Diesel, Abwasser und Dampf ab. Okay, das heißt, wir brauchen auch noch einen Schornstein. Okay, also von hier kommt Rohöl rein. Okay, das ist jetzt mit dem Hügel da vielleicht ein bisschen sehr eng geworden. Noch ist ja nichts gebaut. Noch können wir nochmal anfangen. Okay, wir müssen von der Distillerie ausgehen. Weil die braucht doch mehr, als ich dachte. Wenn wir die hier so an den Rand stellen. So ist vielleicht gar nicht schlecht. Dann hier den Flüssigkeitsspeicher so dafür. Dann die Ölpumpen so dafür. Ich glaube, damit könnten wir besser fahren. So, du daran, du daran und du daran. So, du dann hier drüber daran. Und dann bauen wir einen Schornstein. Rohrleitung. Und dann brauchen wir noch einen Speicher für Flüssigkeiten. Den da. Ja, dann sind wir auch vorbei. Durchfahren können noch alle, hoffe ich. Und von da nach da. So, jetzt brauchen wir hier aber eine Abwasserleitung. Das wird spannend. Wir können hier schon mal bauen lassen. Weil das kann ja erst gebaut werden, wenn das hier aufgeschüttet wurde. Das dauert noch ein bisschen. Oha, Gewitter. So, du sollst Ziegel herstellen. Ja. Und können wir noch mehr Fahrzeuge bauen? Ne, wir haben nicht genug Sachen. Wie viele? Aber stabil. Okay, sollte also eigentlich passen. Außer, dass die hier einfach rumstehen und gar nichts tun. Okay. Das heißt, wir haben wirklich genug. Oh, das sieht natürlich auch komisch aus. Dann machen wir da auch noch.
Du bist immer noch nicht leer, ja. Okay, ja, okay. Ich wollte eigentlich ja das Feld hier hinsetzen, aber dann kommt das Feld ein Stück höher hin. Ist, glaube ich, ein bisschen besser. Dann wird auch nichts fertig. Keine Forschung. Apropos Forschung. Kupferveredelung, Schiffsdockreparatur, synthetisches Gummi, Kapitänsbüro. Das klingt gut. Das erforschen wir einfach. Er will hier schon weitergehen. Oh, Ziegelproduktion ist fertig. Ziegelfahrzeugteile, sehr gut. Dann kriegen wir mehr Fahrzeuge. Aber dafür ist der ganze Rest nicht gebaut. Achso, weil ich die Sachen hier auf pausiert habe, nicht? Pause gerne wieder aufheben. Ja, hier, Konstruktionsteile sind keine mehr da. Ja, passiert. Dann läuft das auch wieder. Nur für 2 Monate Nahrung. Eieieiei. Warten auf Materialentnahme. Ja, aber wir. Ach doch, wir. Wofür brauchen wir Holz? Für die Dinger, nicht? Ja, sehr gut. Okay, das heißt, das Lager sollte dann gleich leer sein und dann weg. Wir haben nur noch für 1 Monat Nahrung. Oh, oh, oh. Aber kümmern wir uns drum, wenn es soweit ist. Und wenn sie erstmal sterben oder so. Wunderschön. Ich könnte mir keinen schöneren Strand vorstellen als diesen hier. Ah, jetzt kommt's voran. Ah, der zieht immer von unten die Sachen und kippt die so hoch, alles klar. Jetzt sind wir ja richtig im Eisenbusiness drin. Wahrscheinlich rutscht der ganze Berg bald nach, wenn wir so weiter Eisen rausziehen. Bei Kohle sind wir auch voll auf Kohle. Kommt also auch genug rum. Zwei Ziegeldinger. Sehr schön. Die Menschen verhungern. Ja, gut. Dann kann ich jeden retten, würde ich sagen. Ist das Lager weg? Sehr gut. Wenn wir das so bauen, kriegen wir vielleicht mehr als ein Lager hin, eine Farm. Aber wobei die erstmal reichen sollte. Die hätten wir auch schon vorher bauen können, das Lager war da. Durch das Öl, nicht, hat sich das ein bisschen verschoben jetzt. Okay, hier wird Wasser gespeichert. Sehr gut. Ihr könnt Wasser reinbekommen. Dann kommen Ziegel raus. Super. Oh, können wir hier bitte Erde drin speichern? Nein, geht nicht. Okay, wo kann man denn Erde drin speichern? Ich muss mir mal angewöhnen, das vorher nachzugucken, glaube ich. Hier kann Erde rein. Nein, Schüttgutlager. Macht doch irgendwo Sinn, nicht? Ist das ja auch Verschüttung. Ja, dann muss das Lager nochmal weg.
Kollision mit Stückgutlager. Weg mit dem Stückgutlager. So. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.